Hallihallo, ihr Lieben, ich begrüße euch herzlich hier zu Zapunzels Orakel und möchte heute hinter die Kulissen gucken, aber nicht nur auf den Otto, auch ein Stück weit auf dich. Ich habe aber jetzt gerade nicht unbedingt den Impuls, eine Gegenüberstellung machen zu wollen. Ich schaue erst mit den Überschriften auf Team Otto. Manchmal treffe ich dann auch dich. Das vermischt sich alles so ein bisschen. Ottos Energien, eure Energien, meine Energien, alle Energien. Wie heißt das so schön? Alles ist mit allem verbunden. Schau einfach, was du da für dich rausfiltern kannst. Mach dir nichts passend, was eben nicht zu dir gehört. Und ich hätte jetzt gerne ein erstes Statement von Otto. Wie sieht er das Ding mit der Liebe zurzeit? Ruhe und Erholung sind entscheidend. Ja, aber ist ja so, ne? Da müssen wir ja mal ehrlich sein. Wir müssen alle unbedingt einmal eine Pause machen. Und wenn ich mein Kollektiv häufig mitbekomme, ja, unterschreibe ich zu 150%. Denn ich bekomme so viel zwischendurch Nachrichten. So viele zwischendurch Nachrichten aus dem Auto heraus. Jetzt habe ich mal eben kurz Zeit, eben kurz Zeit. Soll ich es nochmal sagen? Jetzt habe ich mal eben kurz Zeit, mich zu melden und dir ein Feedback für deine Legung zu geben, zum Beispiel. Ja, ich habe mir die Zeit ganz in Ruhe genommen. Einige hasten und rasen noch durchs Leben. Und solange das so ist, kann es zwar sein, dass dir von außen bescheinigt wird, dass du ein erfülltes Leben führst, weil dein Terminkalender voll ist. Das trifft auf dich oder auf deinen Otto zu oder auf euch beide. Ja, ab und zu ist es auch mal wichtig, sich zu erholen. Wenn du so in die Kindheit zurückgehst, wenn du transformiert hast, wenn du einen Entwicklungsschritt weitergegangen bist. Also ich habe das bei meinen Kindern vor allen Dingen immer festgestellt. Entweder hatten die vorher Fieber und mussten ein paar Tage das Bett hüten, oder aber wir haben eine Reise gemacht und danach sahen die auch immer direkt älter und reifer aus. Also es war auch so, also da ist auch im Kopf tierisch was passiert. Deswegen Ruhe und Erholung sind entscheidend. Es handelt sich hier in Ottos Gedanken um die romantische Liebe. Und ja, da steht jetzt: Überhäufe den Menschen, den du liebst, mit deiner Aufmerksamkeit und Zuneigung. Ja, das ist ja was, das wünscht sich jeder. Aber man darf da auch gucken, weil zu viel ist zu viel und zu wenig ist zu wenig. Ich weiß, dass viele mit diesen Worten "Ich liebe dich" geizen und den anderen fällt es dann wieder umso leichter. Ich weiß nicht, wie oft ich als Schatzi oder was bezeichnet werde von Menschen, die mich überhaupt nicht kennen. Das ist ja lieb und wohl gemeint, aber zu viel ist manchmal eben auch zu viel und zu wenig ist zu wenig. Das Überhäufen, das darf noch ein bisschen. Wenn es aus dem Herzen kommt, dann kommt es aus dem Herzen. Das ist schon alles völlig klar. Aber es kann einen anderen Menschen dann auch schon mal ein bisschen, ja, eigentlich nur, wenn der andere Mensch noch begrenzt denkt. In Team Otto ist es auf jeden Fall so, dass wenn du ihn mit Liebe überschüttest, der damit überhaupt nicht umgehen kann oder es erst lernen muss, damit umzugehen. Ja, ne, wächst, das kennst du auch, der bellt gerade da oben. Noch ein Statement bitte für den Otto. Geh vorwärts, leg all deine Befürchtungen und Ängste beiseite und geh einfach deinen Weg. Go the flow, wie man so schön sagt, ne? Aber Otto hat ja immer gelernt, sich selber aufzuhalten. Aber wenn der was will, dann kann der schon. Gucken wir mal, wo er steht.
Verdächtig, aber war es nicht. Oh, Liebeskummer. Ja, das ist natürlich schade. Vielleicht habt ihr gestritten. Ich weiß jetzt nicht, für wen ich das erzählen soll, aber werden einige dabei sein, wo es so war. Vielleicht gab es mal wieder eine Debatte. Vielleicht musste mal wieder ein Standpunkt erklärt werden. Vielleicht hat sich der ein oder andere mal wieder selbst sabotiert, ohne es zu merken. Ja, was daraus folgt, das ist dann Liebeskummer. Liebeskummer, weil irgendeine Erwartung nicht erfüllt wurde, weil vielleicht eine Liebeserklärung nicht gekommen ist, obwohl man vielleicht selber nicht sieht, dass man gerade selber nicht liebevoll mit Otto umgeht. Otto redet manchmal in kleinen Zeichen, und diese kleinen Zeichen zu erkennen, würde den Prozess natürlich deutlich erleichtern. Jetzt, wie ist denn Ottos Statement in deine Richtung? Was sagt er? Danke. Ja, schweigt, ne? Ist jetzt am Schmollen. Braucht jetzt seine Ruhe. Du musst auch nicht alles von mir wissen. Es gibt Dinge in meinem Leben, die muss ich dir nicht erzählen oder kann ich dir nicht erzählen, weil ich Angst vor deiner Reaktion habe. Meine Vergangenheit war nicht immer schön. Viele Verletzungen musste ich ertragen. Irgendwann erzähle ich dir das, aber jetzt gerade noch nicht. Jetzt machen wir Spoiler. Ich kürze das jetzt ab. Das sind gerade nicht die allerschönsten Energien, die hier auf dem Tisch liegen. Ich freue mich immer mehr, wenn ich diese Tip-Top-Orakel machen kann. Aber es ist, wie es ist. Das ist eine Botschaft, die möchte bestimmte Menschen erreichen, die nämlich noch ein klein wenig betriebsblind sind. Und der Otto spiegelt dich natürlich. Für manche wäre es vielleicht mal gut, den Otto nicht immer anzuzweifeln, sondern den Otto als Lehrmeister wahrzunehmen, weil der hatte echt was beizubringen. Ja, Otto ist ein bisschen komplex. Der denkt über den Weg nach, den ihr bisher miteinander gegangen seid. Er kommt auch immer wieder mal auf dich zu. Möchte eigentlich in eine gemeinsame Zukunft, merkt aber, dass es diese Umwege noch braucht, weil es noch stolpert und holpert. Ist sich aber sicher, dass die Saat aufgeht, und er wünscht sich auch eine Begegnung, ein Treffen. Dann mache einfach die Augen mal richtig auf. Vielleicht siehst du da, wo der Haken ist. Was gibt es noch zu erzählen? Ja. Ja, das soll jetzt hier raus an einige im Kollektiv. Ich weiß, dass einige andere die Sache komplett anders handhaben. Also, dass das Seelenband existiert, das weißt du. Und dass die Sehnsucht groß ist, das weißt du auch. Manche Dinge gehen dir zu langsam, aber vielleicht wäre es mal eine Idee, drüber nachzudenken, warum es so langsam geht, weil du dem Ganzen vielleicht auch immer wieder den Freiraum nimmst, sich zu entwickeln, weil irgendeine Botschaft kommt rein, am besten noch mit Buchstaben. Ich habe schon oft gesagt, es wäre viel besser, Audios zu versenden oder noch besser, Videos zu versenden, weil dann sieht man ein Gesicht dazu. Und wenn man schon nur die Stimme hört, ist das was anderes, als wenn man nur Buchstaben liest, weil da kommen einfach viele Missverständnisse bei rum. Die müssen aber auch passieren, weil man sonst eben einfach nichts lernt. Es muss einfach schmerzhaft sein, damit man von innen heraus Heilung erfahren kann. Es scheint so zu sein, als würde aber trotz alledem, trotz dieser Betriebsblindheit, eine unverhoffte Freude auf dich zukommen, und irgendwas in dir öffnet sich. Du bekommst eine Botschaft, die sich anfühlt wie ein Geschenk, und diese Botschaft kommt von ihm, von Otto.
Kannst mal sehen. So schnell wendet sich das Blatt. Es vermischt sich aber gerade hier auch. Ich habe gesagt, Blick hinter die Kulissen. Aber was da oben an Überschriften für den Otto liegt, das liegt im Grunde für dich da, den ich da ansprechen soll oder die ich da ansprechen soll. Das ist manchmal halt Mischmasch hin und her. Also wenn der Otto hier im Liebeskummer ist, dann heißt das nicht unbedingt, dass er auf dich zukommt. Aber es sieht ja so aus. Bei Otto hat viel Heilung stattgefunden. Und Otto ist in seinem Haus. Der ist stabil. Trotzdem hat er große Sehnsucht nach dir. Und hat nochmal Bock auf so ein paar schöne, glückliche Momente. Die sind ihm nämlich zurzeit zu wenig. Ja, und so wie es aussieht, wird das nochmal schick zwischen euch. Ich lasse es mal so stehen. Gucken wir mal, was ich morgen zeigen möchte. Ich wünsche euch alles Liebe. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bedanke mich auch für alle, die mir ein Abo schenken. unterstützt mich hier sehr mit dem, was ich tue und kostenlos zur Verfügung stelle. Ja, einfach nochmal ein herzliches Dankeschön. Lasst es euch gut gehen, bleibt mir gesund und gern bis zum nächsten Mal.